Hanne! Franz, hast du mich erschreckt? Was machst du denn hier oben, Hanne? Ich habe bloß eine Speckschwarte geholt in der Hotelküche. Schläft ihr, Hänschen? Was denn sonst? Mach bloß keinen Lärm. Die Tieren schlagen wohl genug im Hause. Wenn sie da davon nicht aufwacht. Psst. Ich fahre nach Waldenburg, Hanne, mit dem Kutschwagen. Wer fährt denn mit? Madame Sieben hat persönlich einkaufen zum Geburtstage. Wer hat den Geburtstag? Nur Karlchen. Pah, die haben also ein bisschen Zucht. Nur Schulden mit ihrem Hotel, aber der Pferde einspannen wegen den dummen Jungen. Wir müssen uns abrackern. Entschuldigung, Henschel will im Runden. Ich komme wegen dem Waller. Ah, da seien Sie der Doktor aus Freiburg. Henschel ist auch lieber nach Freiburg, mit Fracht. Sie müssen ihn eigentlich getroffen haben. In welchem Stall steht denn der Waller? Das ist halt der große Fuchs mit der Blässe. Sie haben ihn, glaube ich, in einer Gaststall gezogen. Kannst du mal mitgehen, Franz? Kannst du es ihm zeigen? Lieber Hofneber, neben der Kutscherstube rein. Fragen sogar Friedrich, da wird ihm Bescheid sagen. Danke, danke. Georg Mitte. Hast du nur ein paar Pfennige Kleegeld für mich, Hanne? Ich soll wohl mein Fell verkaufen wegen deiner. Ja, ich kauf's gleich, du. Franze, lass das. Kitzeln leid ich mich. Ich muss doch runter zu Henscheln. Hanne. Och, wenn du ihn bloß kannst, ein paar Bämen rauslocken. Ja. Sonst ist dir nie wohl. Rein abgebrannt ist Mann. Da? Hier. Hanne! Dankeschön. Ja, steh. So, ruf dich, ich muss runter. Ja, nun, geh. Mädel. Mädel. Herrschte denn gar nicht? Mädel. Was ist denn? Du sollst drauf hören, wenn wir dich rufen. Ich hab auch bloß weh Ohren. Ist das wohl recht, hä? Du sollst einen kranken Weiber also übers Maul fahren. Wer fängt denn an? Wenn Sie bloß aufwachen, geht's kujonieren los. Das ist auch Ihnen nüchtern nicht recht. Man macht's nur so oder so. Weil du nicht folgen kannst. Dann machen Sie eine Sache selber. Schind sich den ganzen Tag und eine halbe Nacht. Wenn das auch so ist, da gehe ich lieber wieder meiner Wege. Mädel! Mädel! Ach, tu mir doch bloß das nicht an. Ach, jemals, jemals. Was soll denn, was habe ich denn nur schon wieder Beses gesagt? Was soll denn werden, wenn die Mannsbilder kommen? Die wollen doch essen. Ach, jemand. Mädel, Mädel. Frau Henschel? Nee, Karlchen, bist du's? Nee, sag bloß, was bringst du denn? Hm? Suppe, die Mutter lässt grüßen und gute Besserung wünschen. Nee, Junge. Du bist doch der Beste von allen. Hähnchensuppe. Das ist wohl nicht möglich. Na, da sagt nur der Mutter, ich ließ mich auch recht vielmals schöne bedanken, ja? Nun werde ich dir mal was sagen, Karlchen. Du kannst mir mal einen Gefallen tun. Steig einmal auf die Banke dort und zieh mir den eisernen Topf ein bisschen vor. Hm? Den hier? Ja, das Mädel hat ihn zu tief ins Rohr geschoben. Ist so gut? Ja, also kannst du ihn stehen lassen, ja. Komm mal her, Karlchen. Ja? Werd da einen Peitschenschneller schenken. Danke, Frau Henschel. Wie geht's denn der Mutter, Karlchen? Gut. Mir geht's nicht gut, Junge. Ich werde wohl sterben. Oh nee, Frau Henschel. Ja, ja, kannst glauben. Ja. Komm mal her, Karlchen. Ja? Gib mal Obacht. Hörst du, wie es tickt im Morschenholze? Der Totenwurm tickt. Ich fürchte mich, Frau Henschel. Hoppelei. Ich fürchte mich. Vater kommt. Rein, Doktor. Was machen wir denn mit dem Viecher? Ja, es lässt sich gar nicht ankommen. Wir werden ein bisschen bremsen. Ich weiß gar nicht, was mit dem Viecher ist. Ich komme gestern nach Hause, ich hatte Steinkohlen geladen auf der Fuchsgrube drin. Schon ab, bring die Pferde in den Stall und gleich im Augenblick schmeißt sie hin und fängt dann um sich zu schlagen. Guten Abend. Mädel, machen wir Licht. Eins ums andere.
Das weiß auch der liebe Himmel, was das muss sein. Dann wird man ein Schweib krank, dann fällt man ein Pferd. Es ist bald, als wäre ich auf mich abgesehen. Den Wallau habe ich gekauft um Weihnachten von Walter Gottfrieden, meinem Schwager. 2 Wochen, da lahmt er. Aber ich werde es ihn eintränken. $200 habe ich gegeben. Redst du von meinem Bruder? Ja, Mutter, sag mal stille. Ja, Walter hatte sicher nichts Böses im Sinne. Wo soll ich einen Leuchter hin tun? Stell ihn über den Tisch. Vater, du bist halt einmal zu gut. Du traust halt der Menschen nicht Böses zu. Setzen Sie sich, Doktor. Danke. Ich werde was aufschreiben aus der Apotheke. Ach, nee, Doktor. Wenn uns der Fuchs nur auch noch krepiert, das wird doch der liebe Gott nicht wollen. Na, ne. Komm, zieh mal die Stiebel runter. Es hat was gepfiffen hier rein von Freiburg. Das Kirchdorf unten im Niederdorfe hat's, glaube ich, halb abgedeckt, sprechende Leute. Haben Sie mir meine Schürze vom Kramstand mitgebracht? Wo soll ich bloß alles im Kupfer haben? Ich bin so zufrieden, wenn ich meine Kisten mit Brunnenheil auf die Bahne bringe. Was bekümmere ich mich um Weiberscherzen? Dafür seid ihr auch nicht berühmt. Das wäre aber auch gerade schlimm. Na, Mama, Mädel, dass wir Essen kriegen, wir müssen heute noch in die Schmiede runter. Bald in die Apotheke mit dem Rezepte. Und morgen, da bei Zeiten, sehe ich zum Rechten. Guten Abend allerseits. Richtiges Schmeißwetter ist das heute wieder. Wie sieht's denn aus im Pferdestallerhof? Schlägt halt den ganzen Stand in zwei. Ja, da heißt's halt abwarten. Guten Nacht miteinander. Du, freilich. Das wissen wir wohl von ganz alleine. Guten Abend, Doktor. Wiedersehen, Dr. Gronert. Du, sag mal bloß, Mutter, wie steht's denn mit dir? Ich hab mich halt wieder so müssen ärgern. Na, wer ärgert dich denn? Nur weil ich doch gar nicht und kann gar nicht zugreifen. Das Essen ist fertig. Und dazu da ist ja das Mädel da. Ach, ein Mädel hat doch keine Gedanken. Wir haben ja zu essen, es geht ja ganz gut. Hast du nicht aufgestanden so zeitig? Heute kannst du ja schon wieder tanzen. Schweinefleisch. Haben wir ja Fettlebe. Oh je, mal tanzen. Oh, das wäre mir so etwas. Das Essen ist auf dem Tische. Hey, komm schon. Der Rabe wird auch bald alle sein. Und ich hab gekauft 30 Sack gestern. Das Futter wird immer teurer. Wenn's Viech soll arbeiten, dann willst du halt auch fressen. Aber die denken, es lebt von der Luft. Und dann will man wieder vom Fuhrlohn abdrücken. Ist Henschel schon da? Jawohl, Herr Siemer. Na, Sie essen ja gerade. Ich habe im Keller was zu tun. Wir können das ja dann nachher besprechen. Nee, wegen meiner von mir. Ich bin fertig. Ja, kommen Sie lieber da mal rauf, Henschel. In meinem Büro sind wir ungestört. Sagen Sie mal, was meinen Sie denn? Meine Frau ist noch rüber nach Waldenburg. Das Wetter scheint immer toller zu werden. Ich mache mir Sorgen. Meinen Sie nicht? Das hört sich wohl schlimmer an, wie es ist. Na, man soll keine Kunststücke machen. Eins von den großen Fenstern oben im Speisesaal hat mir der Wind doch schon eingedrückt. Das ist ein ganz kolossaler Sturm. Leute. Nur das kostet wieder was. Also bis nachher, Henschel. Ja, hat er eben so ein Pugel voll Sorgen. Wenn er bloß nicht wieder Geld verlangte. Schwatz, sag du keine Tummeden, Mutter. So ein Haus, das soll man erhalten. 8 Wochen im Jahr kommt was ein, danach kann er sehen, wo er bleibt. Dabei hat er noch müssen bauen. Das hat ihn erst richtig hineingeritten. Das hätte er sollen unterwegs lassen. Weiber verstehen nicht davon solchen Sachen. Bauen hat er müssen, er konnte nicht anders. Heute haben wir Kurgäste über Kurgäste. Früher waren wir nicht halb so viel, aber dazu mal hatten sie Geld. Heute möchten sie alles umsonst. Schenk mal einer, Kurren will ich trinken. 40 Stuben, 3 große Säle und nicht drin wie Ratten und Mäuse. Ich wünsche wohl zu speisen, die Herrschaften. Da, Franziska. Ich wollte mir nur zu fragen erlauben, ob nicht Herr Siebenhaar eben unten gewesen ist. Wir wissen's nicht. Bei uns war er nicht. Nee, ich dachte. Herr Siebenhaar hinten, Herr Siebenhaar vorne. Was haben Sie bloß immer mit dem Manne? Ich nichts. Er mag bloß so gern Gänseleber. Mama hat gerade welche, da schickt mich Papa, ich soll's ihm sagen. Übrigens, wissen Sie was, Herr Henschel? Sie könnten auch mal wieder zu uns kommen. Nee, Franziska. Lass du bloß Vater, wo er ist. Der hat jetzt keine Gedanken aufs Wirtshaus laufen. Mutter, du kannst dich um dich bekümmern.
Wenn die wir gehen wollen, bei Wermelskirch ein Glas Bier trinken, da frage ich ganz Globen keinen Menschen danach. Wie geht's denn, Frau Henschel? Ja, morgen mache ich mir auch eine Schärpe um und tanze auf dem Seil. Da mache ich mit, das kann ich vermuten. Auf der Wagendeichsel übe ich das immer. Drum hängen auch alle Deichseln so. Sehen Sie, so macht man's. So balanciert man. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein. Die Schnappballe lieber, wenn sie keinen Mann kriegt. Wenn Wermelskirch bloß und ließe sie tichtig mitschuften in der Wirtschaft, der wollte ich den Ibermut freilich austreiben. Die ist doch her hinterm Herrn Siebenhaar wie ein Schießhund. Aber Nuff darf sie nicht kommen, das leidet die Madame nicht. Na, die Leute sollte auch Siebenhaar nausschmeißen. Die Leute wollen leben, gerade wie mir. Soll er sie etwa auf die Straße schmeißen? Der Wermelskirch ist kein böser Mann. Aber das Weib ist eine alte Hexe. Der wegen, wenn der Apocht richtig zahlt. Und wegen dem Mädel schon lange nicht. Wir haben ja auch so ein Ding. Wir werden da der wegen ohne ihn nass fliegen. Nun, nee, das wär. Es schläft egal ganz. Es will gar nicht aufwachen. Es ist halt nicht viel dran. Komm mal auf. Wir gehen noch. Ja. Hanne, Ich hab dich vorhin belogen. Draußen am Wagen liegt deine Schätze. Wunden? Muss gehen und suchen. Warten Sie, ich komme mit. Da hat er die Schürze doch mitgebracht. Da hat er die Schürze doch mitgebracht. Da hat er die Schürze. Niemand da? Ach, ganz alleine, Frau Henschel. Da hat er die Schürze. Ich bin's, Frau Henschel. Der Siebenhaar. Freilich. Ich bringe Ihnen nur einen Tropfen Wein. Den sollen Sie trinken. Der wird Ihnen gut tun. Sie erkennen mich wohl am Ende noch gar nicht. Nee, das wär's wohl. Ihn werde ich doch kennen, Herr Siebenhaar. Aber ich weiß nicht, habe ich geträumt oder was? Sie liegen scheint's unbequem. Oh, danke schön. Kommt denn der Doktor noch regelmäßig? Oh, ich weiß auch gar nicht. Sie lassen mich egal ganz alleine. Aber Ihnen kann ich's ja sagen, Herr Siebenhaar. Ich habe so Angst. Ich denke halt immer, es geht ihm zu langsam. Was denn zu langsam? Ich lebe zu lange. Aber liebe Frau Henschel, was reden Sie denn? Was soll denn aus Gusteln werden, wenn ich sterbe? Frau Henschel, Sie sind eine vernünftige Frau. Frau Henschel, hören Sie mal jetzt auf mich. Wenn man so still liegen muss im Bett, sehen Sie mal an, so Woche um Woche, da hat man natürlicherweise allerlei dumme Gedanken. Raus aus dem Kopfe. Ich weiß, was ich sag. Das wissen Sie nicht. Das wissen Sie eben leider jetzt nicht. Und wenn Sie mal später dran zurückdenken, dann werden Sie lachen. Ganz gewiss. Hat er Sie nicht in der Kammer besucht? Was denn? Wer denn? Du Henschels Mädel. Ihr Mann? Die Hanne? Hier? Wissen Sie was? Wer Ihnen das eingeredet hat, das ist ein niederträchtiger Lügner. Und wenn ich tot bin, dann nimmt er sie doch. Sie leiden an Einbildungen, Frau Henschel. Was denn, Mäulchen? Was flänzt denn also? Henschel, Sie dürfen die Frau nicht allein lassen. Wer tut denn der was? Oh, lass mich zufrieden. Was soll denn das hießen? Unter die Erde wollte er mich haben. Oh, Mäulchen, jetzt. Lassen Sie nur Ihre Frau jetzt ruhig. Man ist hier nicht blind. Man ist nicht mehr Nitze, man kann sich packen. Was meinst du denn, Mäulchen? Du magst doch kommen, wie es will. Betrügen lasse ich mich nie und nimmer. Und wenn euch noch also sehr versteckt. Ihr denkt, der Weib, das ist leicht zu betrügen. Aber eins kannst du merken. Wenn ich sterbe, stirbt Gustl mit. Ich nehme sie mit. Er erwürgen, als an so ein Frauvolk verdammtes Auslicht. Hör aber auf, sonst wäre ich wild. Ruhig, Henschel, die Frau ist krank. Krank? Wer hat mich denn krank gemacht? Ihr zwei betet, das Frauvolk und du. Mit die bloß wissen in aller Welt, wer da der Raubmat in der Kupp gesetzt. Bringst du nicht Schürzen und Bändel mit? Schürzen und Bändel? Macht sie nicht immer alles schön und gut? Gibst du ein böses Wort? Ist sie nicht schon wie Frau im Haus? Frau Henschel,
Nehmen Sie sich zusammen. Das ist ja doch rein aus den Fingern gesogen. Sie sind auch nicht besser, Sie machen sich anders. Aber und die armen Weiber, die gehen dran zugrunde. Ach, da mögen Sie doch dran zugrunde gehen. Nur warten Sie mal. Ich gebe mir mal erst einen Schluck Wein. Mutter. Mutter. Ich will da ein Wort im Guten sagen. Siehst du, Mutter, hast geträumt. Sei aber wach, verstanden, Mutter? Was ja Zeug zusammengeschwadroniert, mir ist noch ganz wirbelig davon im Kopf. Da zerbricht ja der größte Frachtwagen, wenn man es will aufladen. Mir lesen Sie auch noch die Leviten. Nee, nehmen Sie gleich, wenn ich ihm lasse, immer so ein Weib. Hat man sein Leiden. Dann mach auch und werd du wieder gesund. Hier, trinken Sie Wein und stärken Sie sich. Ach, wenn man es bloß wüsste. Was denn nur wieder? Kennst es versprechen? Alles, was du willst. Wenn ich nur sterbe, tätst du heiraten? Der Hanne? Natürlich. Ernstlich gesprochen. Du hörst bloß, Thomas Simon. Was soll einer da sagen? Du wirst ja nicht sterben. Und wenn ich nur sterbe? Dann nehme ich so ohne. Na siehste, da weißt es, dass wir mal zu Ende kommen. Kannst es versprechen? So. Vor mir auch versprechen. Hier in der Hand? Ich sag das ja. Hier in der Hand. Nun ist aber gut. Lass mich mit solchen Sachen zufrieden und gib Ruhe. Hanne, ich komm dich ja mal besuchen. Komm auch du nicht also oft rein. Na nu, was hat's denn? Du sollst mich in Frieden lassen, wenn du es wissen willst. Ich hab das schon mehr wie eh mal gesagt. Du hast wohl vergessen, wie wir zusammenstehen. Lass mich los, Franz Hirschte. Hanne, was ist denn zwischen uns? Nischte. Rehn, nischte. Bloß lass mich zufrieden. Du kannst du dich über mich beklagen? Bin ich da etwa nicht treu gewesen? Fangen wir ja so an. Da hast du bei mir kein Glück nicht. Und kurz und gut, das haben alle wird. Es ist aus zwischen uns. Ist das dein Ernst? Zwischen uns ist aus. Merk dir das, Franze. Ich werde mir so merken. Du brauchst nicht zu denken, ich wäre also dumm. Ich hab's wohl schon eher wie heute gemerkt. Ich bin natürlich ein armer Teufel und Henschel, er hat einen Kasten voll Geld. Jedes hat für sich selber zu sorgen. Nur wenn ich und sorge für mich selber und gehe und spreche zu Henschel Nasu. Die Hanne, die hat mir die Heirat versprochen. Wir waren uns einig. Versuch's. Sage ich bloß. Ich werde es auch versuchen. Du sorgst für dich und ich sorge für mich. Wenn du Asu bist, bin ich nicht anders. Aber ich mag dich erst gar nicht mehr. Du sollst dich meins wegen mir an Holz schmeißen. Asu, ein Frauenvolk ist mir zu schlecht. Na siehste, da hat's doch endlich geholfen. Wenn auch der Henschel bloß nie so dumm wäre. Na, sie müsste ich doch noch zur Bühne bringen. Ah, Herr Wermelskirch. Na gut, bei Ihren alten Beziehungen. Haben Sie einen Husten gehört? Wen denn? Na, oben ist noch ein Kurgast angekommen. Herr Wermelskirch, Sie. Aber sucht Zeit, wir haben Mitte Mai. Ich bin ein Schwindsuchtskandidat, widi-widi-wit, bum-bum, der nicht mehr lang zu leben hat, widi-widi-wit, bum-bum. Ah, sowas tut einem ordentlich wohl. Da merkt man doch, dass der Sommer kommt. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wo ist denn Henschel? Der ist doch heute runter auf der Kirchhof. Ja, freilich. Heute hat ja die Frau Geburtstag. Das nimmt doch den alten höllisch mit. Was sagen Sie mal, wann kommt er denn wieder? Ich weiß überhaupt nicht, was er ja schnunter hat müssen fahren. Brauchende Pferde, wer weiß wie sehr. Einen neuen Kutscher hat er auch mitgenommen. Ich hoffe, der kommt doch nicht mehr vom Flecke. Der alte Kerl ist doch steif wie ein Bock. Ja, es fängt an und gibt zu tun. Vorne in der Bierstube merke ich es auch schon. Bei Ihnen, da merkt man es aber noch nicht, dass Sie viele zu tun haben. Das kommt erst später. 11 o'clock.
Da stürze ich mich dann mit Dampf ins Geschäft. Mit Dampf wird's wohl gehen, das kann ich mir denken. Die Pfeife wird dabei wohl nicht kalt werden. Beim Theater ist das Geld wohl schneller verdient. Oh, ihr seid spitz, gnädige Frau. Ihr seid nadelspitz. Meine Frau, ja sogar schon Franziska, die ganze Familie, wir müssen uns ehrlich und redlich abrackern. Und wenn dann der Sommer vorüber ist, da hat man sich fast umsonst geschunden. Ich weiß nicht, was Sie zu klagen haben. Sie machen das beste Geschäft im Hause. Schenkstube wird doch gar nicht leer, die geht doch Sommer wie Winterszeit. Wenn ich wie Siebenhaar da oben wäre, ihn tät ich freilich anders hochnehmen. Mit lumpichten 300 Talern Pacht, da kämen sie freilich bei mir nicht weg. Wünschen Sie sonst vielleicht noch was? Mir geht ja verschreckt die Pfeife aus. Schockschwere Brett, wo bin ich denn hier? Sie haben sich verlaufen. Sie müssen zurücke. Aber das Frühstück können Sie da lassen. Das ist ja, wie es Gott im Schwindlig wäre. In dem Hotel, da kann sich ja doch kein Pferd zurechte finden. Sie seien wohl erst zugezogen. Na, freilich. Erst gestern. Nun sagen Sie, Herrschaften, das ist mir überhaupt noch nicht passiert. Ich bin schon in manchen Hasekellner gewesen. Hier muss man ja immer Gebärsführer mitnehmen. Sagen Sie, sind Sie vielleicht aus Dresden? Meißen ist meine Vaterstadt. Mein Name ist Schorsch. Grüß Knäppchen. Ach, Herr Jesus, wahrhaftig. Wie geht's denn hier weiter, sagen Sie mal? Immer zurück in die Treppe hinauf. Solche Schwalbenschwänze können wir hier unten bei uns nicht brauchen. Junge Frau, wissen Sie was? Kommen Sie, zeigen Sie mir einen Weg. Mit Ihnen, da tät ich mich nicht fürchten. Und wenn Sie mich, wer weiß, wohin führen täten. In den Keller mich und auf dem Heilboden oben mich. Ich helfe Ihnen noch auf der Trappe da hier. Na, aber da müssen wir erst noch drüber reden. Ich wollte junge Frau, nicht freilich. Wir reden noch drüber. Der wird sich wohl nicht mehr oft verlaufen. Den Weg vom Speisesaal zur Küche wird ihm Siebenhaar schon begreiflich machen. Schon wieder Besuch für Sie. Junge Frau, moin. Wie geht's? Wie steht's? Wer seien denn Sie? Nun fahr ich von Quölzdorf. Lumpen, Flaschen, Papier. Kennen Sie mich nicht mehr? Ich bin ja schön groß von Vater. Es ist gut. Er will wieder Geld haben. Ich hab selber keins. Sag's mir, er wollt's ja nicht glauben. Hanne, wann kommt denn Angel wieder? Nur um Mittag. Soll ich vielleicht was bestellen? Ja. Sagen Sie ihm, vergessen Sie es nicht. Sagen Sie ihm, ich lasse schön grüßen. Tometen da. Ich kann mir schon denken. Gedanken sind zollfrei. Wünsche guten Morgen. Sie geben Sie Gedankenfreiheit. Der kann sehen, Schauspielerkram auch nicht vergessen. Es handelt sich also, junge Frau. Zuerst, ich bin keine junge Frau. Nur wenn auch, es dauert doch nicht mehr lange. Das ist ein verpuchtes Liegengemäher und weiter nüschte. Die Leute sprechen's halt überall, weil doch die Henschel ist gestorben. Meins wegen auch, da mögen sie reden. Ich tu meine Arbeit, was geht's mich an? Das ist auch das Beste, also mach ich's auch immer. Es handelt sich also um die Tochter. Ich hab keine Tochter, wenn sie's wollen wissen. Das Mädel, das bei meinem Vater ist, das ist von meiner Schwester, der Tochter. Ihr Leute, da sieht man's wieder. Da hätte ich doch stehen und den geschworen, dass sie die Mutter wären zu dem Ding. Ja, ich weiß schon, wer mir das anhängt. Sie möchten mich gern zum Frauvolk machen. Wenn sie mir aber in die Hände laufen, die kriegen eine Zahl aus, da können sie sich merken. Das ist aber wirklich ein böses Ding. Die Sache liegt nämlich so, junge Frau. Der Alte, der Vater, sie werden es ja wissen. Er wird doch nicht nüchtern. Er sauft doch immer bloß in einem Biegen fort. Nun ist vor 2 Jahren die Mutter gestorben. Sonst konnte er das Mädel daheim lassen. Jetzt geht das nie mehr, das Häusel ist leer. Da schleppt er sie halt in der Gasthäusern rum. Ein Hund kann's jammern, wenn man's so sieht. Es ist nicht mein Kind. Es geht mich nicht an. Nee, kommen Sie auch und schaffen Sie Rat. Wenn man also in die Gasthäuser kommt, mitten in der Nacht und sieht sie mit Vater im Rauch sitzen, das dreht an der Seele im Leib rum. Die Gastwirte sollen ihm nichts nicht einschenken. An Priegel nehmen, fest an auspriegeln. Da wird er schon zu Verstande kommen. Jetzt ist der Wagen in den Hof gefahren. Hier haben sie 5 Bämer. Jetzt machen sie lang. Ich werde mir die Sache mal beschlafen. Aber wenn sie hier rumreden in der Bierstube, danach seien mir geschiedene Leute. Ich werde mich hüten, was geht denn mich das an? Ob das nur ihr Kind ist oder der Schwester. Aber wenn sie einen guten Rat wollten, Herren, am besten sie sagen Zenschen gleich. Der wird in der Kopf noch lange nicht abreißen. Oh, mit dem Gemahre. Da möchte man ja schwarz werden. Wer seien denn Sie? Farbig heiße ich. Farbig. Ich kaufe Lumpen, altes Papier, Möbel, abgelegte Kleidung, halt alle Sachen. Alles, was da vorkommt. Naus mit dem Kelle. Dann aufs nächste Mal, Herr Henschel. Mädel, wo bist denn? Ich bin bei Gustl.
Es ist gut, ich kann warten. Ich zieh mir da eine Weile einen schwarzen Rock aus. Ja, nee. Man hat schon sein Leiden. Das Essen ist gleich auf der Stelle fertig. Ich kann nicht essen, mich hungert nicht. Sie sollten nicht nachgeben, gar zu sehr. In sowas muss man sich eh mal finden. Und dann, Sie müssen zu viel alleine machen. Der alte Haufe ist eh mal zu langsam. Ich kann mir nicht helfen. Ich tät dann abschaffen. Ich hab's nur ein Satz für Geschäfte. Von mir kann sofern, ich hab nichts mehr wieder. Heute oder morgen, das ist mir egal. Die Pferde schafft man runter zum Abdecker. Den Wagen lässt man zu Brennholz tragen. Man selber sucht sich ein klein festes Strickel. Ich werde am Maruf zu Siebenhorn gehen. Ich wollte Ihnen gerne noch mal was sagen. Was denn, hä? Sein Sog, mir wird's wahrhaftig nicht leichter. Aber mein Bruder, der braucht mich doch eh mal zu sehr. Ich werde halt ziehen müssen. Ja, du bist wohl nicht recht. Mag nicht Dinge. Ja. Na, sag mal, Mädel, da wirst du mir jetzt doch das nicht antun. Es tut ihm bloß um das Mädel leid. Wenn du sie versorgst, wer soll's denn versorgen? Es geht ihm wohl nicht anders. Es geht alles in der Welt. Man braucht's bloß so wollen. Passt das vielleicht denn nicht mehr bei mir? Das mit dem Gerede nimmt ein Ende. Was für ein Gerede? Ich tu meine Arbeit, ich nehme meinen Lohn. Also sowas lasse ich mir immer nicht nachsagen. Wie die Frau noch lebte, habe ich gerackert den ganzen Tag. Jetzt, weil sie tot ist, wäre ich nicht faulenzen. Mögen die Leute noch also schwatzen. Ich machte mich niedlich, ich wollte bloß Frau werden. Da suche ich mir lieber anders Dienst. Da sei auch stille, wenn's weiter nicht ist. Nee, ich geh. Ich kann nicht mehr bleiben. Die Leute, die lass du geruhig reden. Was soll dir denn werden aus den vielen Mäulern? Sehr viel Sorgen wird halt nicht kleiner. Guten Morgen, Henschel. Schönen Dank, Herr Simon. Störe ich Sie? Ich wo denn? Das wäre wohl... Seien Sie willkommen. Ich wollte selber gerade zu Ihnen. Ich muss mal wieder die Kur brauchen. Ich hab's mit dem Halse zu tun. Na Gott, ja, an irgendwas muss der Mensch doch sterben. Immer tüchtig Brunnen trinken, der heilt eben aus. Darum habe ich ihn auch mitgebracht. Und nicht ein Mielbrunnen, noch nicht ein Oberbrunnen. Unsere Quelle, die ist am besten. Na, nur von was anderem. Ich habe mir nämlich... Oh. Heute war der Geburtstag Ihrer Frau. Heute wäre sie geworden. 36 Jahre. Ist wohl nicht möglich. Ich habe auch ein Kränzel aufs Grab gelegt. Es war schon jemand da. Heute muss mein Schwager gewesen sein, der Walter. Henschel, ich will Sie jetzt lieber allein lassen. Aber wenn es Ihnen passt, etwa morgen vielleicht, da möchte ich mal etwas Geschäftliches tun. Das wäre mir lieber, wir machten es gleich. Es handelt sich um die 1000 Taler. Immer weitersprechen, Herr Simon. Sie können sie ruhig behalten bis zum Winter. Sehen Sie, was soll ich denn liegen da hier? Jetzt brauche ich sie nicht, mir liegt nichts dran und dass Sie mir sicher sein, das weiß ich. Na, Henschel, da bin ich Ihnen sehr dankbar. Sie tun mir einen großen Gefallen. Im Sommer kommt Geld ein, wissen Sie ja. Jetzt wäre es mir wirklich schwer geworden. So sehen Sie es, da kommen wir ja gerade zusammen. Ja. Ich wundere mich manchmal selbst. In dem Hause bin ich doch gewiss groß geworden. Heute, wenn ich nur halbwegs leidlich abschnitte, ich könnte mit Seelenruhe rausgehen. Ich ging nicht gerne. Das muss ich sagen. Ich wüsste denn gar nicht, wohin mit mir. Bei Ihnen ist es vorwärts gegangen, Henschel. Dieselben Verhältnisse, sehen Sie mal an, gegen die ich mich nur mit höchster Mühe behaupten kann. Die eben haben Sie groß gemacht. Dem einen fehlt's da, dem anderen da. Sehen Sie, mir hat's halt der Weizen auch verschlagen. Und ob er mal wird wieder aufstehen. Ich bin halt noch gar nicht
bei mir selber. Henschel, alles hat seine Zeit. Das müssen Sie nun aber überwinden. Sie müssen unter die Leute gehen, was hören, was sehen, mal ein Glas Bier trinken, nicht immer der traurigen Sache nachhängen. Es ist nicht zu ändern. Nun also vorwärts. Sie so nicht anders. Sie haben auch recht. Gewiss, Ihre Frau war das beste, treueste Weib. Aber Sie stehen im Leben, Henschel. Sie müssen, wer weiß, was noch vor sich bringen. Sie brauchen dabei Ihre Frau nicht zu vergessen. Im Gegenteil. Aber Sie müssen auf eine gesunde Art Ihr Andenken ehren. Sie lassen sich zu sehr unterkriegen. Was soll man aber da wieder tun? Sie haben ja recht, ich streit's ja nicht. Aber man weiß ja halt manchmal keinen Rat. Überall fehlt sehen. Wir Augen sehen ihm's mehr wie zwei. Wir Hände, die schaffen halt auch weit mehr. Die vielen Kutschen zur Sommerzeit. Und wer hält man daheim in der Sachen imstande? Es ist ihm wirklich kein leichtes Ding. Die Hanne ist, denke ich, doch ganz tüchtig. Na, sehen Sie's. Sie hat mal auch gekündigt. Man kann sich auf gar keinen Menschen verlassen. Das ist ja eben, was ich sag. Heiraten Sie, Henschel? Das Beste wär's. Unser Eins kann ohne Weib nicht auskommen. Und wenn ich Ihnen soll die Wahrheit sagen, das Fuhrgeschäft geht auch zurück. Wie lange da kriegen wir die Eisenbahn hierher? Sehen Sie, wir hatten uns was gespart, da wollten wir uns ein kleines Gasthaus kaufen, vielleicht in 2 Jahren oder so rum. Das ist halt ohne Weib nicht zu machen. Ich habe mich ja nicht hineinzumengen, aber schließlich sind wir ja alte Freunde. Warten, Henschel, bloß wegen der Leute, das halte ich für Unsinn, ganz und gar. Wenn Sie sich tragen mit dem Gedanken, ernstlich tragen, wieder zu heiraten, für Sie und das Kind ist's besser bald. Wissen Sie denn schon irgendjemand? Ob ich jemanden weiß, soll ich Ihnen sagen? Vielleicht ja. Bloß ich kann sie nicht nehmen. Warum denn nicht? Sie wissen es ja selber. Ich? Im Augenblick kann ich mich nicht erinnern. Ich hab's doch meinem Weibe versprechen müssen. Ach so. Sie meinen die Magd, die Hanne. Sie ist mir sehr durch den Kopf gegangen. Wenn ich aufwache bei der Nacht, da kann ich manchmal 2 Stunden nicht einschlafen. Das Mädel ist gut. Sie ist ein bisschen jung für mich als den Kropf, aber schuften kann sie mehr wie 4 Männer. Dabei nimmt sie sich Gusteln wahr, also mehr könnte der Mutter auch nicht machen. Ja, ja. Und zu guter Letzt hat das Mädel einen Kopf. Die hat einen Kopf, der ist besser wie meiner. Auf Feller verpfennig, wie ist die eine Sache. 6 Wochen kannst du lieber vergangen sein. Ja, wenn Sie von alledem so überzeugt sind. Da gäb's keine bessere Frau für mich. Aber ich komme nicht drüber weg. Ja, ja, jetzt kann ich mich dunkel erinnern. Das war in der letzten Zeit so ziemlich. Ich kann Ihnen aber ganz offen sagen, so ernsthaft habe ich das gar nicht genommen. Ihre Frau war eben sehr aufgeregt. Das scheint mir die Hauptfrage nicht zu sein. Die Hauptfrage kann doch immer nur die sein. Passt die Hanne auch wirklich für Sie? Sie hat viele Vorzüge. Unbedingt. Manches gefällt mir auch nicht an ihr. Aber Fehler, wer hätte die schließlich nicht? Sie soll ja ein Kind haben, sagen die Leute. So hat er Kind, die haben mich erkundigt. Nur wenn auch, da mache ich mir nichts draus. Sollte sie etwa auf mich warten? Wenn die Birnen reif sein, dann fallen sie halt runter. Deswegen, da hätte ich keine Bedenken. Nun also, das andere ist Nebensache. Sie wollte doch immer am besten Nutzen für mich. Ich meine mein Weib in gesunden Tagen. So will man doch nicht im Wege stehen. Wo sie auch sein mag, sie will doch mein Fortkommen. Ganz gewiss. Heute bin ich nur auf dem Grabe gewesen. Ich dachte, du wirst da mal hingehen, dachte ich. Vielleicht kannst du da schlüssig werden. Mutter, sagte ich in meinen Gedanken, gib mir ein Zeichen.
Ja oder nee. So wie es ausfällt, soll mir's recht sein. Eine halbe Stunde habe ich gestanden. Ich habe auch gebetet. Aber so hat mir kein Zeichen gegeben. Tag, Herr Siebenmacher. Tag, Hanna. Sie sind ein Mann. Sie stehen im Leben. Was brauchen Sie Zeichen und Wunder, Henschel? Je mehr ich mir die Sache überlege, umso ernstlicher leuchtet sie mir auch ein. Hanna, was sagst denn du dazu? Ich weiß ja nicht. Kann doch nicht wissen, von was Sie reden. Oh, wart nur, Herr Norder, werde ich das sagen. Guten Morgen, Henschel. Auf Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Das möchte man hoffen. Um Sie ist mir keinen Augenblick bange. Sie haben von jeher eine glückliche Hand. Man soll es nicht berufen, Herr Simon. Kann man nicht helfen. Sie seien zu gut. Wegen Wosten? Ihnen rauben die Leute aus, möchte man sagen. Du denkst wohl, er hat wohl was haben von nur mir. Nur was denn sonst? Er sollte sich schämen, bei armen Leuten betteln zu gehen. Hanne, du weißt jetzt nicht, was du sagst. Oh, freilich weiß ich. Nee, du weißt eben's nicht. Du kannst doch nicht wissen. Aber später wirst du es schon noch begreifen einmal. Jetzt werde ich ja vorgehen in die Schenkstube und wenn wir wieder einmal eine Kuffe Bier kaufen. Das ist seit 8 Wochen das erste Mal. Der Nachrat können wir miteinander essen und nach Mittag nur her einmal drauf. Da wollen wir ein Wort miteinander reden. Da werden wir ja sehen, wie sich alles wird einrenken. Oder hast du nie Lust? Sie sagen's ja selber. Wir werden's ja sehen. Das sag ich auch noch. Wir lassen's drauf. Ankommen. In einer halben Stunde bin ich zurück. So. Ich werd's euch zeigen. Passt da mal auf. Passt da mal auf. Ich werd's euch zeigen. Guten Abend, Henschel. Guten Abend, Mr. Hildebrand. Wo ist denn dein Mann? Nach Breslau. Ah. Er holt doch 3 neue Pferde. Ah, da wird er wohl heute nie hinkommen, gell? Vor den Montage nicht. Na, heute haben wir Sonnabend. Ist Hoffe nicht da? Der ist doch schon lang nicht mehr bei uns. Ach, was, Teufel, rede ich bloß wieder für Dummheiten. Ich meinte ja eben seinen neuen Knecht. Ist Schwarzo nicht da? Ah, ist Mitte nach Breslau. Nee, mit Haufe, das werde ich wohl wissen. Er kommt immer runter zu mir in der Schmiede und hat Maul auf den Fall. Er hat doch noch immer kein Unterkommen. Die Leute sagen, er fängt an zu saufen. Das ist halt schlimm für den alten Kerl. Das will ihn doch einmal kein Mensch mehr haben. Na, was ist denn heute da oben los? Tanzmusik. Halt die Ressource. Ja, wie wär's, wenn wir aufgingen, Henschel, miteinander? Warum sollen wir nicht auch einen Walzer mitmachen, ne? Da werden dir nicht schlechte Augen aufreißen. Was wollten Sie denn von Henschel, Meister? Ja, der Oberamtmann hat doch einen Fuchshengst. Und das Lude will sich nicht lassen beschlagen. Da wollte man Henschel gerne mal bitten. Wenn der den gehangenen Hund nicht zum Stehen bringt, danach, da sollen der Teufel scharf machen. Ja. Guten Abend, Henschel. Na, Meister. Was ist denn das für ein Geschleife da draußen? Wer macht denn hier draußen solchen Randal? Platz, Fräulein. Ich hab keine Zeit. Na, nur schlägt 13, Franziska. Dich hat wohl ein toller Hund gebissen. Nee, Mädel, du wirst wohl noch überschnappen. Ach, ich könnte mich mausetot tanzen, Freundchen. Wenn du es ja so treibst, das will ich glauben. Da wird man ja drehen, nicht bloß beim Zusehen. Tanzen Sie gar nicht? Ich? Ob ich tanze? Nun, freilich tanze ich. Ein paar neue Schuhe, das kam hoch vor. Die tanzt dich auch durch in einer Nacht. Kommen Sie, tanzen Sie mal mit mir. Oh, geh du, Knuff, und tanz oben Mitte. Nur wenn ich bloß dürfte. Wissen Sie was? Ich schleich mich rauf auf die Galerie, wo die Säcke stehen mit den gebackenen Pflaumen. Da esse ich Pflaumen und gucke runter.
Und wenn eine mit den Herrn Siebenhaar tanzt, die Bomber, die euch mit Pflaumenkerben. Mit Siebenhaaren bist du doch rene vernarrt. Der ist auch der allerfeinste von allen. Nun geht's wieder los. Nun spielen sie Polka. Mir wäre zu alt. Ihr Mann ist doch ebenso alt, Frau Henschel. Du, dare du. Mein Mann ist um 5 Jahre jünger, verstanden? Der sieht doch viel älter aus. Der sieht doch so alt aus und so verwunzelt. Puh, nee. Dem möchte ich keinen Kuss geben. Nun sieh, dass du fortkommst, sonst nehme ich einen Besen. Wart doch, wenn du in die Jahre kommst. Du wirst auch schon noch merken, was das heißt, einen Mann haben da hier. Ich heirate gar nicht. Ich warte mal ab, bis ein feiner Herr kommt. Am liebsten ein Russe. Im Sommer, ein Kurgast. Von dem lasse ich mich mitnehmen. Weit fort in die Welt. Das schreibe ich Ihnen noch mal, Frau Henschel. Ich glaube immer, dass du einmal durchgehst, Mädel. Da können Sie sich herrlich drauf verlassen. Franziska, wo steckst du denn wieder? Mein Vater, sagen Sie nichts. Franziska! Still! Ich soll in der verräucherten Schenkstube bedienen. Das ist mir scheußlich, das mag ich nicht. Das ist doch das Schlimmste noch lange nicht. Ja, wenn das vornehme Herren wären. Aber nichts wie Brunnschöpfer, Kutscher und Bergleute. Da danke ich dafür, das passt mir doch nicht. Wenn ich wie du wäre, mir wäre das ein Leichtes. Ich tät mir schönes Trinkgeld machen. Aber der Apfel fällt ebens nicht weit vom Stamme. Vater und Muttern seien auch nicht viel anders. Wenn ihr euch das Geschäfte tät wahrnehmen, ausgeborgt müsst ihr schon haben's Geld. Wir sind eben nicht so geizig wie Sie. Ich bin nicht geizig, halt's bloß zusammen. Och, die Leute sagen, Sie wären geizig. Die Leute können mich suchen, verstanden? Und du dazu, mach das denn Auskunst. Am besten man sieht und hört nichts von euch, von der ganzen Bagage mitsammen da hier. Wissen Sie, was die Leute noch sagen? Nicht will ich wissen. Du snausch mit dir. Sieh du dich hoch vor, dass du nichts zu hören kriegst. Wer weiß, wie du stehst mit Siebenhaaren. Man müsste doch einen Siebenhaaren sonst nicht kennen. Pfui! Pfui und pfui! Das ist gemein! Ach, George, auch mal wieder da? Ich hab's eilig, Franziska. Was wünschen Sie denn hier? Sie werden verzeihen, ich habe beim Fuhrmann Henschel zu tun. Der Fuhrmann Henschel ist nicht zu Hause. Sie haben das nun schon dreimal gehört. In meinem Hause ist kein Platz für Sie. Wenn Sie sich das nun künftig nicht merken, dann lasse ich Ihr Gedächtnis auffrischen. Durch den Gendarm. Verstehen Sie mich? Herr Siebenhaar, ich muss das ja bitten. Ich komme nicht zu Ihnen. Die Leute wohnen in Ihrem Hause. Sie können mir nicht ehrenrührig nachweisen. Entschuldigung. Aber wenn ich Ihnen wieder begegne, dann lasse ich Sie durch ein Hausnetz rausschmeißen. Also richten Sie sich gefälligst danach. Das lasse ich drauf ankommen. Das wollen wir erstmal abwarten. Mir danach noch, da ihr sonst erst versuchen. Hier ist unsere Stube und nicht seine. Und wer da zu uns kommt, der kommt zu uns. Da hat er kein Wort nicht nein zu reden. Wir wollen Sie mal abwarten, sag ich bloß. Der ist schon immer eklig reingesaßt mit dem Alfons, der vor 2 Jahren hier war. Und mit mir, da fällt er noch viel ekliger rein. 30 Taler Schmerzensgeld, das ist mir zu wenig. Die hat er erst gar nicht mehr in der Tasche, der Hunger leider, verdammte da hier. Wie lange wird's dauern, da ist er fertig. Da muss er selber naus aus dem Haus. Statt dass er andere Leute lässt nausschmeißen. Ne, freilich. Das ist ja auch gar kein Geheimnis mehr. Sie reden schon am Stammtisch davon. Kein Mensch hat Mitleid. Sie gänzen alle. Mal jetzt, der Chef, der kann schon gar nicht verknusen. Weiß Gott, sagt er immer, der Siebenhaar. Wahrhaftig, ich habe in dem Manne mehr Haare gefunden wie bloß ihm. Das will ich glauben. Da wird er wohl recht haben. Ne, sag mal, Hannchen, hast du was Warmes? Warum bist du denn gestern nicht gekommen? Ach, du denkst wohl, ich kann alle Tage weg. Ich habe mich schwer genug heute gehen losmachen. Ich habe gewartet bis tief in der Nacht. Emol, ich weiß nicht, was das muss gewesen sein. Ein Vogel muss sein ans Fenster geschlagen. Da dachte ich, du wärst's. Da ging ich ans Fenster und machte es auf. Ach, Nacht, da war der so verbost, ich konnte die halbe Nacht nicht einschlafen. Ich weiß nicht, bin auch noch immer verbost. Egal, was soll man sich lassen, die Laune verderben? Das ist ja nicht nötig. Warum nicht gar? Ach, nicht doch. Aber es war. Ich weiß nicht, wie es kommt. Es muss ihn auch immer alles verquer gehen. Die ganze Woche sitzt Henschel daheim. Und wenn er nun wirklich einmal ein bisschen fort ist, dann muss man die Zeit verstreichen lassen. Na, aber wir haben doch heute noch Zeit. Er kommt doch erst Montag wieder, denk ich. Der Mann muss aber einmal daheim sitzen. Früher war das nicht halb so schlimm. Da war er wochenlang auf der Reise. Heute, da barmt er, wer weiß, wie sehr, wenn er bloß in der Nacht soll woanders schlafen. Und wenn er sagt, ich bleibe 3 Tage, da kommt er meistens am 2. schon heim. Nur erst. Ich glaube, das seien sie gar schon. Wer wird denn sonst da so knallen im Hofe? Das sollen doch gleich der Teufel holen, verfluchtes Gemäher, verdammtes da hier.
Und da wärst du wohl gleich wieder fort müssen, was? Das hab's mir freilich anders getan. Hier wird geblieben. Was brauchst du denn fortgehen? Vor wem soll ich mich fürchten? Etwa von Henscheln? Der hat zu kuschen. Das sollte mir einfallen. Wärst du gestern gekommen? Ich hab das gesagt. Da wäre uns kein Mensch nicht dazwischen gekommen. Kein Henschel und kein Siebenhaar auch nicht. Heute, da ist der Teufel los. Guten Abend, Henschel. Dein Mann ist draußen im Hofe. Ich komm bloß schnell einmal rein. Ich will dann guten Abend sagen. Danach muss ich gleich wieder aufs Pferd. Ja, schöne Brabanter haben wir gehandelt. Hat er auch sonst was mitgebracht? Ich dachte, er wird erst am Montag heimkommen. Das wäre auch nicht anders gewesen. Wir sind eben bloß bis Kant geritten. Dort haben wir die Pferde verladen müssen, sonst hätten sie Hals und Beine gebrochen. Dass so schlechtes Laufen war bei dem Glatteis. Mit der Eisenbahn geht's freilich schneller, Herr Walter. Was ist denn das noch für Mannsbilder hier? Sie machen sich ja rene unsichtbar. Ach, das ist wohl Schorschel, ich glaube immer. Der Kerl sieht ja aus wie ein richtiger Baron. Man verdient eben's besser drüben im Stern. Hier hat man sich ja alles vom Halse gerissen. Ich war da hier fast nackt zuletzt. Ja, jetzt kann man sich eben wieder was anschaffen. Nur rate mal, was er da mitbringt, Henschel. Was denn da? Na, ob du wohl wirst eine Freude haben? Wir werden es ja sehen. Je nachdem es wird sein. Schwatz nicht ja so. Nur halt deine Tochter bringt er damit. Ihr seid wohl besoffen, ihr zwei Beden. Na, nee, was ich sag. Wen habt ihr geholt? Ja, mir hat er ja nichts davon gesagt. Man war halt auf einmal drüben in Kohlsdorf und saßen im Kretscham. Nun, was weiter? Na, wir saßen halt da. Und nach einem kleinen Weilchen, da kam halt dein Vater und brachte dein Mädel. Das ist nicht mein Mädel! Ja, das weiß ich ja nicht. Bloß so viel weiß ich, er hat's halt draußen. Er ging zu deinem Vater hin und sagte, das Mädel wäre hübsch. Danach nahm er's halt auf den Arm und tat mit den Schäne. Soll ich dich mitnehmen? Fragt das danach. Ja, und da wollt's halt gleich. Nun, und mein Vater? Ja, dein Vater kann der doch Henschel nicht. Das ist ja noch besser. Und weiter nichts. Nö, weiter war nicht viel. Er nahm es halt mit raus und sagte zu Vatern, ich will bloß das Mädel einmal aufs Pferd setzen. Danach sagt er, hatschi und ritt los. Und Vater hat sich das lassen bieten. Ja, was soll er dann machen? Er wusste ja nicht, was denn geschah. Auf einmal brüllte er ja dann ganz erbärmlich und schrie und fluchte ja mehr wie genug. Die Leute lachten. Sie kannten doch Hänschen. Aber der meinte bloß ganz geruhig, leb gesund, Vater Schäl, ich nehm's in Mitte. Der Mutter daheim wart schon drauf. Hör auf zu saufen, sagt er noch. Da wird auch für Vater bei euch noch ein Platz werden. Adieu, Frau Hänschen. Ich werde lieber morgen mal vorsprechen. Adieu, Herr Pferdehändler. Und da denkt er, ich sollte sie hier behalten. Nie und nimmer wird das geschehen. Hat man sich nicht genug geschindt? Tag und Nacht, möchte man sagen, mit Gusteln. Nun könnte die Schinderei wieder anfangen. Das wäre sowas. Soll sich in Acht nehmen. Wer soll sich in Acht nehmen? Ach, ich weiß nicht. Sieh mal, Hanne, wer hier kommt. Da geh mal, Bertel, und sag guten Abend. Da geh auch und sag's. Sag guten Abend, Mutter. Ah, was willst denn du hier? Ich bin Gerettner von den schönen Pferden. Also, da werden wir sie hier behalten. Guten Abend, Hanne. Ne, bist du verbost? Du sagtest doch, du wolltest erst am Montag heimkommen. Jetzt habe ich Renüste zum Abendessen. Na, Stücke Brot und Speck wird wohl da sein. So ein Mädel. Wie siehst denn du aus? Du wirst da bald ein bisschen was kaufen zum Anziehen. Sie hat bald gar nicht mehr auf dem Leibel. Am besten nein in der Waschtrog mit ihr. Am besten, du hättest sie gelassen, wo sie war. Was sagst du? Nüste. Ich dachte, du sagst was. Immer nein in der Waschtrog, nach ins Bett. Kopf, den kannst du auch ein bisschen absuchen. Ich glaube immer, es hat Einquartierung. Was ist denn? Scherz auch nicht so. Oh, plärr nicht, Mädel. Was fehlt dir noch? Du musst ein bisschen freundlich mit ihr sein. Das Mädel ist dankbar für jedes Wort. Sei stille, Bertel. Sei stille. Ich will zu Vater. Du bist ja bei Muttern. Mutter ist gut. Ich bin sehr zufrieden, dass wir sie da haben. Es war höchste Zeit, sonst hätte ich sie gerne auf den Kirchhof gesucht. Das ist nicht aber so schlimm, wie du es machst. Was heißt denn das?
Jetzt erlebt man gesund, Henschel. Ich mach mich davon. Ne Wort auch, Schwager, wir trinken erst noch ein Glas Grog. Nee, ich muss heim, ich hab keine Zeit. Ich hab noch eine halbe Stunde zu traben. Mit dir ist ein beses Kirschenessen. Hat ihr lebt gesund? Lebt gesund. Ein schönen Gruß für dein Weib, verstanden? Ist gut, den Namen, den Schwach nicht vergessen. Nu, hab ich etwa nicht recht gemacht? Was soll ich denn den Leuten sagen? Du wirst dich doch deiner Tochter nicht schämen. Oh, wer sagt denn das? Hey? Mir ist das egal. Du bist ja nicht anders, wenn sie mich schlecht machen. Stell's ja drauf an. Da, hier, trinkt Milch. Nach fort und schlafen mit dir. Willst du das da hier so weitertreiben? Was treib ich denn, Besis? Hol mir den Mädel. Die will ich nicht fressen, beleidigt. Und zum Fressen ist sie auch nicht da. Da hätte ich sie nicht erst brauchen mitbringen. Wenn man's bloß wüsste, wie man es euch recht macht. Sie mag kein Auskommen mit deiner Frau, Völker. Du hast sie doch immer so gestellt. Das ist eine Lüge, wenn du es willst wissen. Was wäre eine Lüge? Ich bin dir mit Bettel niemals gekommen. Komm, dass ich dir einmal gerät hab von das ihr. Das sag ich ja nicht. Was brüllst du denn so? Um ebens, weil du nichts hast gesagt, da, wollte ich da weghelfen über dein Schweigen. Kannst du nicht fragen. Man fragt doch immer, wenn er sowas anstellt. Du willst doch was sagen. Es ist heute Sonnabend. Ich hab mir gesputtert, so viel wie ich konnte, bloß dass ich und wollte der Häme sein. Ich dachte, du wirst mich anders empfangen. Auch wenn es halt nicht ist, da kann ich es nicht ändern. Bloß lass mir meinen Frieden. Hast du gehört? Den raubt dir kein Mensch nicht. Hast du gehört? Ich will meinen Frieden und weiter nichts. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Gustl ist tot, die kommt nie wieder, die hat sich die Mutter auch noch geholt. Das Bett ist leer, wir sind alleine. Warum sollten wir uns des Mädels nicht annehmen? Ich denke auch so und bin nicht der Vater. Und wie viel mehr sollst du so denken, dass du doch Mutter bist zu dem Kind? Da hast es. Nun wird's ihn schon vorgeschmissen. Wenn du nicht aufhörst, gehe ich ja vor zu Wermelskirchen und komm die ganze Nacht nicht heim. Du wirst mich wohl gar aus dem Hause treiben. So viel sage ich. Bleibt's im Hause. Und sagst du den Leuten, das wäre mein Mädel. Sie wissen's ja alle, was soll ich denn sagen? Da kannst du drauf rechnen. Ich lauf im Fahrt. Lauf, was du kannst. Also viel, wie du willst. Du sollst dich schämen. Also lang, wie du bist. Nimm noch ein Bier. Als die Schlachtprinz war von Arkadien, lebt sich in Reichtum, Gut und Geld. Ja, weiter im Dickste, weiter, Herr Wermelskirch. Das geht nicht, Gänse. Stockheiser. Na, überhaupt, nochmal anfangen. Als ich noch Prinz war von Arkanen, lebt ich im Reich. Was der Teufel will. Immer weiter im Text, Herr Direktor. Das war doch ganz richtig. Das war doch die schönste Kammermusik. Ja, Kammerjägermusik. Ne, meinetwegen, ja. Den Unterschied kenne ich ja so genau nicht. Na, Fräulein Franziska, was lachen Sie denn? Hm? Weil Sie so schöne Lackschuhe anhaben. Ja, ne, meine Lackschuhe, die sind schön. Kostet mich auch 4 harte Taler. Man kann sich ja leisten. Freilich, wie ich im Stern drin war, da hätte ich mir freilich keine Lackschuhe nicht können beschaffen. Gefällt es Ihnen also besser im Schwert? Na, allemal. So einen gemütlichen Chef, wie ich ihn jetzt haben tue, habe ich nicht gehabt, so lange, wie ich in meinem Metier drin bin. Nur, wir stehen in der wie zwei Freunde miteinander, wie zwei Brüder, möchte ich sprechen. Und zu dem kennst du sagen. Das ging nur mit 7 Haar freilich nicht. Sehen Sie es? Hochmut kommt vor den Fall. 14 Tage, 3 Wochen, da ist Auktion. Da kann ich mal seine goldene Uhr kaufen. Kaufen Sie doch das ganze Haus? Ach, einstweilen noch nicht. Sowas muss man abwarten. Und sie ist ja auch schon verkauft. Der Käufer heißt Exner. Hm? Naja, das Gasthaus will er ja wohl verpachten. Ich stell's gleich pachten, wenn ich's Geld hätte. Gehen Sie doch zu Händchen.
Er wird es Ihnen schon geben. Sie wissen so was, Haufe? Das wäre gar nicht so unmöglich. Nein, 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 nee. Sie stehen ja sehr gut mit der Frau. Ja, warum auch nicht? Die Frau ist gar nicht so übel, Herrn. Wer es weiß, wie es gemacht wird, kann ich Ihnen sagen, den fressende Weib war es da halt. Nur wenn sie und haben das auch so weit gebracht, dass die Händchen und Tut ihn aus der Hand fressen, da müssen Sie ja Ihre Sache verstehen. Sehen Sie es, das ist ja doch, was ich sage. Wer denn nicht ganz auf dem Posten ist, der kann Ihnen die schönste Keile besehen. Na, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Kommen Sie, frage ich. Nee, nach Ihnen, bestimmt nach Ihnen, Herr Siebenhaar. Ich weiß doch, was ich gehört. Da geht der Diener, Herr Siebenhaar. Guten Morgen, Wermskirch. Morgen, Fabi. Morgen. Ich werde mal ein bisschen hinter zum Billard gehen. Sie haben doch eben gesungen, Herr Wermskirch. Lassen Sie sich nicht stören, bitte. Wie ich gesungen? Ich bin tief gerührt. Wenn Sie es sagen, dann muss es wohl wahr sein. Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze. Bringen wir auch eine Flasche Gräser, Franziska. Na, wenn man bedenkt, vor 3-4 Jahren... Damals waren Sie doch absolut stockheiser. Da haben Sie sich doch sehr erholt. Was nutzt mir das alles? Sie haben ja recht. Halbwegs hat man sich nur wieder raufgekrabbelt, aber jetzt, wer weiß, was nun wieder wird. 2 Bier. Danke. Prost, Wermskirch. Was soll denn werden? Was meinen Sie denn? Ich glaube, wir kriegen ander Wetter. Ohne Spaß, ich habe so allerhand Merkmale. Alte Komödiantenroutine. Damals wusste ich, als mir der Brunnen so gut tat, hier bringen mich keine 10 Pferde weg. Und richtig, keine 4 Wochen vergingen, da war meine Schmiere aufgelöst. Jetzt werde ich wohl den verdammten Karren doch wieder weiterschieben müssen. Wer weiß wohin. Wer weiß wohin. So geht's in der Welt. Ich meines Teils bin ganz froh darüber. Sie stehen auch noch in den besten Jahren. Mit mir, altem Hund, ist das was ganz anderes. Wenn ich die Kündigung kriege, was bleibt mir dann übrig? Müssen wir gerade eine Drehorgel zulegen. Franziska könnte ich ja sammeln gehen. Wie du immer redest, Papa. Du könntest doch wieder zur Bühne gehen. Nicht mal ins Affentheater, mein Kindchen. Hat Ihnen Herr Exner was angedeutet? Er wollte doch alles, wie er mir sagte, im Großen Ganzen beim Alten lassen. Zum Großen Ganzen gehöre ich wohl nicht. Herr Siebenhaar, ich muss Ihnen sagen... Die Mutter. Ich habe schon manches wahrhaftig erlebt. Aber wie man uns hier so mitgespielt hat... Nein, wirklich, das ist ja die purste, nichtswürdigste Bosheit ist das. Das war die reinste Niedertracht ist das. Können Sie mir glauben? Die Mutter, fang du mir auch noch an. Zieh dich gefälligst zurück, sei so gut, hinter deine Verschanzung. Was hat unser Fränzchen diesem nichtswürdigen Weibsbild getan? Ach, lass doch, Mama. Im Gegenteil. Soll man sich gar nicht dagegen wehren, wenn sie einen ums Brot bringt? Wenn sie Sachen ausstreut über unsere Tochter? Herr Siebenhaar, ist Ihnen das Kind je zu nahe getreten? Jetzt komm mal, Mama. So, ruh dich mal aus. Die Stelle ist schon ganz hübsch gegangen. Heute Abend repetieren wir wieder. Mama regt sich immer gleich so auf. Im Grunde genommen hat sie ja recht. Ich habe auch schon so munkeln gehört, dass Henschel die Schenkstube pachten will. Da steckt natürlich die Frau dahinter. Wir sollen Suster dahinter stecken, wo es bloß eine Stänkerei gibt in irgendeinem Dorf. Da braucht ihr es gar nicht erst weiter zu fragen. Haufe, man sieht sie ja gar nicht mehr. Wo sind sie denn eigentlich hingeraten? Wo werde ich auch hingeraten sein? Ins Unglück bin ich hier hineingeraten. Und der mich hat hineingestoßen da hier. Das war auch das sackermenschte Weibsbild. Mit Henschel habe ich doch nie eine Stück gehabt. Sei weipert eben die Hosen. Nein, ich bin halt nicht mehr quirl genug. Der Jüngste ist mir ja freilich nicht mehr. Um die Schürzenbändel werde ich hier nicht mehr gehen. Und das eben will sie. Das muss man kennen. Die sah so hitzig, möchte man sprechen. Die kriegt ja nie genug. Deswegen aber, arbeiten, das kann ich. Die jungen Kerle, die sich anschafft, die sind doch so stinkmagig faul. Die habe ich doch dreimal in den Sack. Sie haben doch schon bei Wilhelm Henschels Vater gedient. Du wusstest sonst? Ist ja auch nicht anders. Und Wilhelms Pferd habe ich gefüttert bei 18 Jahren da hier und drüber. Bin nach Freiburg gefahren und nach Breslau gefahren. Manch liebe Nacht habe ich ein bisschen im Wagen schlafen. Ohren und Tänze sind mir verfroren. Frostbeulen habe ich an Beden fiesen. So groß wie Birnen. Jetzt sehe ich mich fort. Jetzt kann ich gehen. Das ist alles bloß der Henschel. Er selber ist gut. Man hat sie ja eben nicht so gekannt. Ich kann's ja genau, Herr Siebenhaar, immer schnell. Hätte er mich gefragt, ich hätte es ihm gesagt. Wenn er Gusteln wollte, der Mutter nachschicken, da gab's gar kein besseres Mittel dafür. Er musste Hanna zur Stiefmutter gehen. Morgen.
Das ist jedenfalls bloß Klatsch und Tratsch. Schönen guten Morgen, Herr Walter. Das sagen Sie ja so. Wer weiß, ob's wahr ist. Wenn aber die Toten wiederkämen und täten sprechen, die alte Henschen konnte was erzählen daher. Die konnte nicht leben. Und was die Hauptsache ist, die sollte nicht leben. Haufe, nehmen Sie sich in Obacht. Wenn Henschel mal von der Sache Wind kriegt... Da brauche ich mich gar nicht in Obacht zu nehmen. Das sage ich jedem ins Gesicht. Ob sie Vergift haben, das weiß ich ja nicht. Dabei bin ich ja nicht gewesen. Mit richtigen Dingen ist das nie und nimmer mehr zugegangen. Die Frau war gesund. Die hätte noch Kind 30 Jahre leben. Ja, ich muss gehen, Wermelskirch. Dass die gesund war, das kann ich bezeugen. Meine Schwester wäre ich wohl kein Amende. Die war im Wege, da musste sie abschieben. Guten Morgen. Meine Herren, Sie gehen doch, scheint mir zu weit. Sehen Sie sich den Mann mal an. Gestern spät am Abend saß er noch hier. Der Mann hat so tief geseufzt, sage ich Ihnen. Es war weiter niemand im Lokal. Es ist mir ordentlich nahe gegangen. Das böse Gewissen plagten halt. Lass mich bloß mit meinem Schwager zufrieden. Wir beide sind lange fertig miteinander. Komm, Bärl. Gehen Sie vorher. Schön willkommen, Meister Hildebrand. Guten Morgen miteinander. Willkommen, Herr Henschel. Nun, Bärl, wie geht's? Da sprich, seien Sie bedankt, Frau Franziska. Kannst du nicht sprechen? Es geht ja, man muss ja zufrieden sein. Guten Morgen, Schwager, wie geht's? Morgen, Henschel. Wie geht's? Wie soll's mir gehen? Wenn's besser wäre, schad's nicht. Du bist ja die reine Kinderfrau. Kannst du das Mädel nicht bei der Mutter lassen? Ich muss bloß immer scheuern und schaffen, da ist ja das Ding bloß im Wege. Wie steht's, Mr. Hildebrand? Was werden wir trinken? Ein Kuffe Bier haben wir, denke ich, verdient. Zwei Kuffen Bier und zwei Gläser Korn. Der Saas hat mich richtig aufgeschlagen. Das reine Fillen und hat solche Kräfte. Und alle vier Eisen hintereinander. Und morgen ein Haufe. Morgen. Das ist ein bisschen brummig. Lass uns mal zufrieden. Herr Henschel, kaufen Sie mal was ab. Ein Mergelpixel vielleicht für die Frau, ein hübsch Kämmel vielleicht. Der Schorsch, der Kellner, hat auch eins gekauft. Das tu mir mit dem Kramen zufrieden. Geben Sie noch hoch an den Kaffeebier. Ein putziges Mandel, wo ist denn der her? Das ist doch, denke ich, der Farbig von Kohlsdorf. Das nicht schnitzigste Luder im ganzen Kröse. Fräulein Franziska, Ihnen lache Bier. Wir sind fünf Mann. Fünf Bier, Herr Schorsch. Weiß Gott, Meister Henschel, da sind Sie ja auch. So ist Leben, Hildebrand. Salz auch, Herr Schorsch, Sie waren ja verschwunden vorhin wie ein Licht. Na eben, was soll man sich erst einlassen? Ich begehe mich mit sieben Haaren mal nicht. Haufe, ist wahr, du bist jetzt bei Nentwichen unten? Was geht's dich an? Seht doch den widerborstigen Kerl. Du kannst doch mal rüber nach Landshut fahren, du, da habe ich zwei neue Kutschpferde zu stehen. Hättest mir sie gerne mal runterreiten. Ich werde aber scheißen. Wäre ich da was? Jetzt kannst du sitzen, bis du wirst schwarz werden. Ich kümmere mich nicht mehr so viel um dich. Du hast auch vor deiner Tiere zu kehren. Haufe, ich sag doch, ich tue es nicht gerne. Aber wenn du da hier an Krakeen willst anfangen, dann sag ich das bloß, da schmeiß ich ihn aus. Frieden, Herrschaften, Friede, Friede. Du bist hier nicht wild. Du hast hier nicht mehr zu sagen wie ich. Ich lasse mir von dir nichts mal verbieten. Von dir nicht und von deinem Weibe nicht. Da mögt ihr schon aushecken, was ihr wollt, ihr beide miteinander. Dein Weib und du, das ficht mich auch nicht daran. Los. Du, ich sag das. Lass los, sag ich's bloß. Herr Henschel, das geht nicht. Das kann ich nicht zugeben. Ihr habt das gesagt. Jetzt ist nichts was zu machen. Was will du nicht wirken? Sonst los, was sag du bist hier nicht der Wirt. Was soll denn das heißen? Das geht doch nicht, Ludwig. Das darfst du dir doch nicht gefallen lassen. Lass dir mal keine Ruhe, Herr Kropp. Wenn du es so machst, Henschen Wilhelm, wenn du wirst hinterm Schenksims stehen und wirst hier statt Wermelskirchen der Wirt sein, das kann ich da sagen, viele Gäste wirst du so nicht erhalten. Komm mal nicht wieder mit der Geschichte. Ich übernehme die Wirtschaft nicht. Guck ich mal in der Wirtschaft, dann werde ich dir sagen, danach da kannst du mal einen Rat geben. Wenn das nicht passt und du kommst nicht zu mir noch jemals, dann musst du halt bleiben lassen, Schwager. Mahlzeit. Man möchte wohl auch gehen. Zahlen. Herr Henschel, das ist doch aber nicht recht.
Sie treiben mir ja meine Gäste vor. Ja, aber ihr Leute, jetzt sagt mir auch mal, wenn der jetzt auf Hot läuft, was geht denn das mir an? Von mir kann er hocken bis morgen früh. Du hast hier keinen Menschen rauszuschmeißen. Du bist hier der Wirt nicht. Weißt du etwa noch was? Man weiß gar manches. Man schweigt bloß lieber. Wermelskirch weiß das am allerbesten. Wieso denn ich? Aber hören Sie mal. Was an. Wissen Sie denn, ne? Na, immer raus mit der Sprache. Der eine weiß das und der andere weiß jenes. Damit wissen Sie beide einen Dreck. Wenn du bloß und wärst noch der Alte wie früher. Aber wer weiß, was in dich gefahren ist. Früher, da hattest du bloß Freunde. Heute, da kommt kein Mensch mehr zu dir. Und wenn sie und wollten auch zu dir kommen, da bleiben sie wegen dem Weibe weg. 20 Jahre hat euch der Haufe gedient. Auf einmal passt er dem Weibe nicht mehr und du nimmst ihn bei der Krawatte und schmeißt ihn aus. Wenn du nicht stille bist, jetzt auf der Stelle, dann nehme ich die auch noch bei der Krawatte. Mr. Henschel, nur bloß nicht hinreißen lassen. Ja, das glaube ich. Das bist du imstande. Der Mann versteht's halt nicht besser. Noch ein Bier. Wenn einer kommt und sagt er die Wahrheit, er fliegt an die Wand. Aber so ein Kerl, so ein windiges Luder wie der Schorsch, der kann dich belegen, Tag und Nacht. Dein Weib und der um die Wette da hier. Du willst belogen sein, dann lass dich belegen. Aber wenn du noch Augen im Korbe hast, da sperrst du ja mal auf und siehe mal um dich. Da sieht er den Kerl mal ordentlich an. Die betrügen dich am lichten Tage. Was hast du gesagt? Nichte. Nichte. Es ist gut. Das richtige Aprilwetter ist das heute. Bald scheint die Sonne, bald graupelt's wieder. Nicht für ungut. Adieu. Da bleiben. Verstanden? Lass meine Hand los. Das wird sich schon finden, du bleibst doch nicht bloß. Franziska, geh runter, mein Weib soll kommen. Oh, lieber Herr Hensch, um Himmels Willen, machen Sie doch keinen Skandal. Ich krieg die Polizei auf den Hals. Hanne muss kommen! Hierher auf der Stelle! Willen, Willen, du mach keine Dummheden. Ich wollte ja gar nicht weiter gesagt haben. Wahrhaftig nicht. Und die Leute reden ja lauter Lügen. Willen, du bist ja ein guter Kerl. Komm du auch wieder zu Verstande. Wie siehst denn du aus, ne? Sei auch vernünftig. Du hast ja gebrüllt, das haben sie gehört im ganzen Haus. Er soll jetzt hören, wenn es wegen mir will. Du bleibst hier und Hanno kommt her. Was ist denn passiert? Ja, mein Gott, Herr Siegler, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was Herr Henschel will. Hanne soll kommen, weiter nicht. Die Leute trinken ganz ruhig ihr Bier. Da kommt Herr Henschel und fängt Streit an. Als ob er hier Herr im Haus wäre. Psst, psst. Schon gut, schon gut. Henschel, was ist Ihnen denn begegnet? Herr Simon, ich kann nicht dafür. Ich kann nicht dafür, dass er so kommt, Herr Simon. Ich bin niemals nicht gegen Krakehler gewesen, aber jetzt ist es so geworden. Der Mann hat Dinge gesagt auf mein Weib. Die soll er beweisen, sonst Gnade Gott. Ach, lassen Sie doch die Leute schwatzen. Beweise, beweise, sonst Gnade Gott. Ich kann's beweisen. Ich werde beweisen. Ich bin kein Lügner. Ich rede immer die Wahrheit. Frag du meinetwegen, wen du willst. Frage Herrn Siebenhaar aufs Gewissen. Überlegen Sie sich, was Sie reden, Walter. Er zwingt mich dazu, er soll mich losgeben. Sie wissen ja alles so gut wie ich. Wir haben Sie mit Henschel früher gestanden da und hatte die erste Frau noch. Denken Sie etwa, man weiß das nicht? Sie betreten ja seine Stube nicht mehr. Was wir beide haben, das sind Privatsachen. Ich verbitte mir jede Einmischung. Aber wenn erst die Frau stirbt und ist ganz gesund und 8 Wochen danach stirbt Gustl auch noch, da seien das, denke ich, schon mehr wie Privatsachen. Hannes, willkommen! Was brillst denn da so? Ist gut, dass du da bist. Der Mann hier sagt... Verknuchte Tomaten! Hier sollst du bleiben. Ihr seid wohl besoffen alle miteinander. Was fällt euch denn ein? Denkt ihr, ich will euch einen Affen abgeben? Hanne, der Mann hier sagt... Oh, von mir mag er sagen, was er will. Dass du mich hinten und vorne betriegst. Was? 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 Ja? Darf er das so sagen? Und dass mir mein Weib... Ich? Liegen, verdammte... Dass ich
dass wir miteinander, dass unser Gustl, ist gut. Ich werde mich hier lassen zum Liegner machen. Morgen, da kannst du wieder nicht fort. Da liegst du wieder da wie ein Sack. Und im Hofe geht alles drunter und drüber. Was machst denn du, hä? Ich? Was stehst du da? Du sprichst kein Wort nicht. Ich seh mir die Wolken an. Nee, ihr Leute. Es reden zum Verwirrtwerden. Was hat's denn da oben, möchte ich bloß wissen, Nacht für Nacht? Da oben seien sie. Du träumst wohl. Du, Willem, wach auf. Leg dich ins Bett und schlaf dich aus. Da oben seien Wolken und weiter gar nicht. Oh, es ist kalt. Wer jetzt Zeit ist denn? Ein Viertel auf zwei. Wir werden mal niedergehen in der Stall. Ich sag, dass ich geh schlafen. Ich mach sonst den Lärm. Im Stall hast du jetzt nichts zu suchen. Wo ist ein Gustl? Was willst denn? Die liegt doch im Bett und schläft. Was du mir mit dem Mädel kommst, der geht doch nicht ab. Der geht nicht ab. Die ist schlafen gegangen. Die hat sich bei Zeiten schlafen gelegt, der Gustl. Bettel mir nicht. Oh, ich lauf fort. Ich bleib nicht mehr hier. Geh schlafen. Ich komme noch. Das Flennen kann jetzt so weiter nicht helfen. Wer eben dran schuld ist, ist wie unser Herrgott. Du kannst nicht dafür. Unser Herrgott und ich, mir beide, mir wissen's. Was schließen du zu? Ich lass mich von dir nicht einschließen. Ich weiß nicht, warum ich hab abgeschlossen. Die Leute, die haben dir den Kopf verdreht. Was die da haben in den Kopf gesetzt, das werden die müssen einmal verantworten. Ich hab dein Mädel besorgt wie meinst, da davon wäre sie gewiss nicht gestorben. Was fragst du denn da immer und siehst mich an, wie wenn ich wer weiß, was mit dir gemacht hat? Das kann ja auch sein, das ist ja nicht unmöglich. Das hätte mir sollen einer sagen dazu mal. Ich wollte ja gehen. Wer hielt mich denn, hä? Wer hat mich denn festgehalten in dem Hause? Jetzt hab ich's doch mal. Jetzt kann nichts ausbauen. Und sein ist es wahr, dass du und muss ausbauen. Soll's offen lassen, Wilhelm? Sonst schrei ich um Hilfe. Psst. Sag mal Stille. Hast du es gehört? Draußen im Gange kommt was gelaufen. Hörst du? Da geht's an der Wasserstande. Hörst du das Blanchen? Du. Sie geht. Und wäscht sich. Du, Mann, du träumst. Der Stand ist hier. Du eben, ich weiß schon, wir werden sie nicht vormachen. Wer es weiß, der weiß es, weil das sag ich ja gar nicht. Komm. Komm, wir gehen schlafen. Kommt Zeit, kommt Rat. Hier bleib ich nicht. Hier bleib ich nicht. Das ist ja mein alter Triester Stecken. Den habe ich ja über ein Jahr nie gesehen. Der ist noch zu Mutterszeiten gekauft. Was meinst du? Nicht. Ich weiß schon, was ich zu tun habe.
Ich will mich nicht sperren, das lass auch du gut sein. Nun beruhigen Sie sich erst mal. Ich gehe zuerst mal allein rein. In Wermelskirch passen Sie auf die Frau auf. Psst. Ruhig. Guten Abend, Herr Henschel. Was? Sie sind noch wach? Sind Sie nicht wohl? Wie? Fehlt Ihnen was? Ich kann heute nicht schlafen. Ich hab gar keinen Schlaf. Ich möchte was einnehmen, wenn ich was wüsste. Ich will Ihnen was sagen, alter Freund. Legen Sie sich jetzt ruhig zu Bett und morgen bei Zeiten schicke ich den Doktor. Der Doktor wird mir wohl nicht gerne helfen. Oh, das sagen Sie nicht. Das wollen wir mal sehen. Der Doktor Richter versteht seine Sache. Meine Frau hat wochenlang nicht geschlafen. Und der Kopf tat ihr zum Zerspringen weh. Am Mittwoch hat sie ein Pulver genommen. Jetzt schläft sie die ganze Nacht wie tot. Mir wär's schon recht, wenn ich schlafen könnte. Ist die Madame etwa richtig krank? Ach, wir sind alle nicht recht auf dem Damme. Wenn es der Montag vorüber ist, dann wird sich ja alles wieder machen. So haben wir am Montag die Übergabe. Ja, hoffentlich sind wir bis Montag soweit. Hören Sie, gehen Sie schlafen, Henschel. Den einen drückt's da, den anderen hier. Das Leben ist keine Spielerei. Wir müssen alle sehen, wie wir zurechtkommen. Haben Sie schönen Dank, Herr Simar. Und nicht für ungutmächtige gebeten haben. Bleiben Sie viermal gesund mit der Frau. Wir sehen uns ja morgen noch wieder, Henschel. Zu danken haben Sie mir für gar nichts. Wir haben uns manchen Dienst getan, solange wir Hausgenossen sind. Das hebt sich auf, da ist nichts zu sagen. Wir waren Freunde, denke ich. Wir bleiben. Es sind Emser, Susanne, hier. Die Zeiten bleiben halt immer nicht stehen. Das Karlchen und hat uns nie mehr besucht. Henschel, jetzt weiß ich nicht, was Sie meinen. Sie haben dort die Stube ohne betreten. Dreiviertel Jahr kann das gut her sein. Ich hatte eben zu viel im Kopf. Da sind Sie früher erst recht gekommen. Nee, ich weiß. Ich kann mit mir keinen Staat nicht mehr machen. Henschel, ruhen Sie sich jetzt aus. Nein, wir können ja ein bisschen davon reden. Sehen Sie, ich bin ja an allem schuld. Ich weiß, dass ich schuld bin. Aber ehe ich das machte mit der Frau, ich meine, ehe ich die Hand nahm, da fing das schon an. Und wurde mit Sachten ging's halt bergab. Na Fischbein stecken, da brauchen wir ein Zwei. Na, das weiß ich noch ganz genau, da überfuhr ich mir doch meinen Hund, das war der beste Spitz, den ich hatte. Und dann fielen mir hintereinander drei Pferde. Ein schöne Hengstpferd für 300 Taler. Noch zum Letzten, da starb Mama Weib. Ich hab's wohl gemerkt in meinen Gedanken, dass das ein paar auf mich abgesehen. Da aber mein Weib und war gegangen, da hatte ich wohl auch einen Augenblick, dass ich und dachte, nu wird's wohl genug sein, nu kann er mir nicht mehr viel nehmen da hier, sehen Sie. Er hat's halt doch fertig gebracht. Und von Gusteln will ich gar nicht reden. Verliert man ein Weib, verliert man ein Kind. Nee, eine Schlinge ward mir gelegt. Und in die Schlinge trat ich allein. Wer hat ihn denn eine Schlinge gelegt? Kann sein, der Teufel, kann sein, ein anderer. Erwürgen muss ich, das ist gewiss. Das ist eine unglückselige Idee. Nee, ich streite das ja gar nicht einmal. Schlecht bin ich geworden. Bloß ich kann nicht dafür. Ich bin eben Salda so nein getoppert. Und meinetwegen kann ich auch schuld sein, wer weiß es. Sie sind weder schlecht, noch haben Sie irgendeine Schuld. Das weiß ich besser.
Nur was denn für eine? Hier stand der Bette. Da lag sie doch drinnen, da habe ich ihr das Versprechen gegeben. Ich hab's ihr gegeben und ich hab's ihr gebrochen. Was für ein Versprechen? Sie wissen's ja, das habe ich gebrochen. Und sehen Sie's, jetzt kann sie die Ruhe nicht finden. Sie sprechen von ihrer verstorbenen sie Frau. Sie kann keine Ruhe nicht finden im Grabe. Ich striegele die Pferde, da steht sie da. Ich nehme ein Sieb vom Futterkasten, da sehe ich sie hinter die Tiere sitzen. Ich will ins Bett gehen in die Kammer, da liegt sie drinnen und sieht mich an. Sie legt mir Finger auf der Brust, da will ich ersticken, da muss ich nach Luft schnappen. Nee. So eine Geschichten. Hier muss man durchmachen, ehe man sie kennt. Erzählen kann man die einmal nicht. Ich hab was durchgemacht. Können Sie mal glauben. Henschel, was Sie damals getan haben mit der Heirat, das war Ihr gutes, vollkommenes Recht. Von Sünde und Schuld ist da gar nicht die Rede. Ja, Henschel. Herr Schiedmar hat ganz recht. Kommen Sie mit zu mir. Wir trinken Bier oder was Sie wollen und rauchen unsere Pfeife dazu. Da sollen die Geister doch mal ankommen. 2 Stunden, da haben wir hellen Tag, dann trinken wir Kaffee und fahren spazieren. Zu Ihnen komme ich nicht mehr. Was? Die alberne Sache von neulich, das war ja bloß alles Missverständnis. Das hat sich ja alles aufgeklärt. Ich lasse den Haufe erst gar nicht mehr rein. Nee, in eine Schenkstube komme ich nicht mehr. Ich werde wohl viel rumreisen, denke ich vielleicht. Überall werden Sie mir wohl nicht nachkommen. Wie wär's, Henschel? Kommen Sie rauf zu mir. Bei mir ist noch Licht, im Büro ist geheizt. Dann machen wir unser Spiel zu dreien. Ich würde mich doch sonst kaum schlafen legen. Ja? Das könnten wir ja machen miteinander. Ich hab ja schon lange nicht Karten gespielt. Ja, ja, Genuf, du kannst doch nicht schlafen. Ich geh nicht, hast du verstanden, hier? Nu, wenn du halt hier bleibst, dann geh eben sich. Wer weiß, was du alles noch anstellst die Nacht. Du fängst wieder an, mit einem Messer zu spielen. Ja, ja, das hat er gestern gemacht. Da ist man ja seines Lebens nicht sicher. Das sollte mir einfallen, dann nuf soll ich gehen. Er hat mir's geraten, was ich gemacht habe. Aber noch war er der Erste, der mich verachtet hat. Henschel, ich habe Sie niemals verachtet. Sie sind ein Ehrenmann durch und durch. Krank sind Sie geworden, brav sind Sie geblieben. Und dafür lege ich die Hand ins Feuer. Es möchte wahr sein, Herr Simon. Ist gut. Wir wollen von was anderem sprechen. Der Schwager, den kann ich ohne verdammen. Sie geht ihm's rum bei Leuten und Sachsen. Hier, sie, überall, bald hier, bald da. Mein Bruder wird sie hoch gewesen sein. Wer soll denn rumgehen bei den Leuten? Da denkt keine Menschenseele dran. Die ganze Geschichte von neulich, Henschel, die haben die Leute längst vergessen. Das bleibt auf mir sitzen, man rät's, wie man will. Henschel, wir gehen nicht eher fort. Sie müssen sich beruhigen. Ich bin ja ganz ruhig. Nun schön. Wir wollen mal offen sein. Sie sehen jetzt, wie Ihre Frau bereut. Der Kellner ist fort. Über alle Berge, den kriegen Sie niemals mehr zu sehen. Jeder kann straucheln, er sei, wie er wolle. Jetzt reichen Sie sich ganz einfach die Hände. Begraben Sie, was zu begraben ist, und machen Sie einfach Frieden miteinander. Ich brauche keinen Frieden leider zu machen. Der wegen der Handtanne, die kann ich dir geben. Dass du und hast den Fehltritt begangen, das mag unser Herrgott richten, der hier. Ich will dich da weiter nicht verdammen. Wenn man bloß, ich meine mit Gusteln, wenn man und wüsste da, was bestimmt ist. Ihr könnt mich erschlagen auf der Stelle, meins wegen. Tot will ich sein im Augenblick. Wenn ich hab Gusteln ums Leben gebracht. Das sag ich ja eben, es bleibt auf mir sitzen. Na, morgen können wir ja weiterreden. Immer da wäre noch am Ausgerät, da wird wohl noch mancher Tropfen ins Meer laufen. Es ändert sich alles. Nur immer Mut. Nur immer kalt Blut und warm angezogen. Gute Nacht. Gute Nacht, Henschel. Gute Nacht, Frau Henschel.
Am Montag geht er, da sind wir alleine. Wer geht denn am Montag? Halt 7 Uhr. Wer weiß, wie das sein wird mit dem Neuen. Der Neue ist reich. Der wird dich nicht anpumpen. Hanne, einer von uns muss weichen von uns, wir beten. Ja, ja, es war, du kannst mich ansehen, es ist nicht anders. Fort soll ich gehen? Fort willst du mich jagen? Das wird sich erst zeigen, wer da wird gehen müssen. Kann sein, ich muss, kann sein, auch du. Wenn ich tät gehen, das weiß ich alleine. Dir wird deswegen nicht bange werden, du versorgst ja das Fuhrwesen wie ein Mann. Ehe gesagt, auf mich kommt's nicht an. Wenn einer gehen muss, da geh halt ich. Ich bin deswegen noch kräftig genug. Da mach ich mich fort, da sieht mich kein Mensch mehr. Der Pferde, der Wagen, die Sachen seien deine. Da geh eben's ich und danach ist alle. Das ist nicht gesagt. Immer eins nach dem anderen. Geh langes Gemähre, was aus ist, ist aus. Und Bertel, was soll aus dem Mädel denn werden? Ich muss zur Vater, lieber nach Kohlsdorf. Lass gut sein, morgen ist Unruhetag. Es ändert sich alles, sagt Simar. Morgen hat alles ein anderes Gesicht. Es ist warm in der Kammer, Bertel schwitzt wieder über und über. Ich kann doch ein bisschen schwitzen, das schadet doch nicht. Mir laufen die Tropfen auch lieber über den Hals. So ein Leben. Da lieber gar keins. Was redst denn du noch? Ich kann nicht verstehen. Leg dich aufs Ohr und lass mich zufrieden. Kommst denn nicht hoch? Jetzt wird's ja Tag. Wer zieht denn die Uhr auf? Du sollst jetzt dein Maul halten. Wenn Bettel aufwacht, da brillt sie doch wieder eine halbe Stunde. Am besten wär's. Dann ging er auf und davon. Ich komme noch mal. Wo ist denn Ihr Mann? In der Kammer. Hat sich schlafen gelegt. Mann! Wilhelm! Psst, Henschen, danken Sie Ihrem Herrgott. Machen Sie auch, dass Sie schlafen kommen. Was bleibt Ihnen übrig? Jetzt halt versuchen. Wilhelm! Mann! Er antwortet nicht. Wilhelm! Du sollst mich nicht wieder erschrecken. Du denkst wohl, ich weiß nicht, dass du noch wachst. Mann! Ich sag das. Sehen Sie, jetzt ist das Mädel wieder aufgewacht. Wilhelm! Wilhelm! Nur ruhig, Frau Henschel. Sind Sie selbst? Können doch Antwort geben. Moment. Ich sehe mal nach. Henschel? Sind Sie schon eingeschlafen? Was hat's denn? Was hat's denn? Was geht denn vor? Na, Frau Henschel, Sie haben ja doch keine Ruhe gefunden. Wo ist denn Siebenhaar? In die Kammer. Er wollte nach Wilhelm sehen. Aber nun ist es da so still. Es antwortet kein Mensch. Herr Siebenhaar! Frau Hensch, nehmen Sie sich das Kind. Gehen Sie rauf zu meiner Frau. Um Gottes Willen. Was ist denn passiert? Das erfahren Sie schon noch zeitig genug. Ihr Leute! Der hat sich was angetan! Den Doktor? Zu spät. Der kann nichts mehr helfen.